bei ihrem Sohn im hohen Himmelsthron. Ihr Engel lehrt uns preisen, die edle Jungfrau zart. Ihr Ruhm und Ehr erweisen, sie ist vom Hohen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der uns seine Mutter als Begleiterin im Glauben schenkt. Er sei mit euch. Liebe Mitfeinde an den Bildschirmen, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie heute aufs Herzlichste hier an unserer Mariengrotte neben unserer schönen und herrlichen Pfarrkirche hier in Mönchberg. Natürlich unterstützt von unserem Team an der Kamera, wie immer, Herr Johannes Schmidt. Musikalisch freue ich mich ganz besonders, dass Sie, lieber Klaus, und Ihre Töchter Andrea und Leona heute auch wieder bei uns sind. Ihr unterstützt ja öfters unser Gemeindeleben mit schönen Maiandachten, Rosenkranzandachten oder an Maria Himmelfahrt. Und darum euch herzlichen Dank, dass ihr heute auch hier uns unterstützt und erfreut. Natürlich auch besonderer Dank gilt Herrn Klaus Lürz für die ganze Vorbereitung, Frau Irmgard Schleiermacher, die ja in und hier an der Mariengrotte wunderbar den Blumenschmuck gestaltet, und natürlich auch allen, die jetzt hier bei uns sind. Und es freut mich ganz besonders, dass wir heute auch den Erbauer unserer Mariengrotte an unserer Seite haben. Und ich begrüße aufs Allerherzlichste Sie, Herr Manfred Hoffmann. Sie dürfen ruhig mal ein bisschen näher kommen, trotz Corona. Ja, so. Die Maske darf man ein bisschen abnehmen, dass die Leute sie auch sehen, Manfred. Gell? Und zwar 1997, als wir das ganze Umfeld hier um unsere Pfarrkirche neu gestaltet haben, war er auch nicht nur hier, sondern ganz besonders, lieber Manfred, danke ich für das wunderschöne Geschenk unserer Mariengrotte hier. Und man kann sagen, es stimmt, was hier steht. Errichtet zum Lobpreis Gottes und zur Ehre der Gottesmutter. Und natürlich, liebe Schwestern und Brüder, unser lieber Manfred zählt noch zu der Generation, die auch gern für Gottes Lohn arbeiten. Und dafür seid ihr auch
ganz, ganz herzlich gedankt, denn du hast uns ja bei der Gartenmauer im Pfarrhof hier und an vielen Stellen immer tatkräftig unterstützt. Und dafür heute auch ein herzliches Vergelt's Gott an dieser Stelle. Du hast eben auch Spuren in Mönchberg schon hinterlassen. Herzlichen Dank. Darf sich wieder setzen. Liebe Mitfeiernde an den Bildschirmen, im Monat Mai verehren wir die Gottesmutter mit zu Herzen gehenden Liedern und wir feiern letztendlich unsere Freude am Leben. Und gerade im Monat Mai schmettern wir mit Begeisterung Maria, mein Königin, sind bei den Bittprozessionen dabei, Flurprozessionen. Und da kann man von ganzem Herzen dabei sein und mitsingen und mitschmettern. Nur wer könnte in dieser Zeit so richtig unbeschwert feiern? Selbst der Frühling tut sich ja in diesem Jahr sehr schwer. Und Sie sehen uns hier auch etwas dicker angezogen. Wir sind schon dankbar, wenn es nicht regnet. Also, und doch, alles erwacht zu neuem Leben. Die herrlichen Blüten hier vor unserer Mariengrotte, die Blumen auch hier um unsere Kirche und im ganzen Dorf, sie erheben gleichsam beim Anblick unsere Herzen. Und wenn man allein hier hinschaut, das hebt die Stimmung sofort. Genau das wollen wir tun. Uns erheben lassen in Musik, Gesang, im Schauen und im Blick auf die Gottesmutter. Denn sie steht ja in ganz besonderer Weise für das Leben, auch für das Leben in Fülle, das uns allen verheißen ist. Und das wünsche ich uns heute bei unserer Maiandacht hier in unserer Mariengrotte, dass auch wir hier und Sie an den Bildschirmen Ihre Herzen erheben und auch in Freude hier mitfeiern und mitbeten können. Wenn Sie ein Gotteslob haben, eine kleine Bitte, während dem nächsten Musikstück, das wir natürlich gerne aufmerksam hören, können Sie mal bitte schauen, wo Ihr Gotteslob liegt, können es zur Hand nehmen, weil wir anschließend nach dem Musikstück eben den Lob an die Schöpfung feiern wollen und dann Herr Lurz uns diesen Andachtsteil hier gestaltet. Als nächstes haben wir das Lied Ave Glöcklein läutet still. Es kommt in diesem Lied zum Ausdruck, wie beim Klang der Ave-Glocke, besonders jetzt im Mai, wie der Herr Pfarrer schon angesprochen hat, die ganze Natur aufhorcht und sich freut. Es ist ein ganz altes Lied. Und es steht schon im Schulliederbuch der Großeltern von unseren beiden Sängerinnen. Wo ein reines Herz hier schlägt.
Nun aus dem Gotteslob die Nummer 680, den Abschnitt 4, Schöpfung. Die Schöpfung ist uns geschenkt als ein Ort des Lebens, unsere Welt eine einmalige Gabe in der Zeit, die Erde unsere Heimat in ihrer Schönheit, aber auch in ihrer Verletzlichkeit, ist uns vom Schöpfer anvertraut. Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Die Sterne, Planeten und Sonnensysteme, von dir gesegnet, guter Gott. Unsere Welt, ein Haus des Lebens, von dir gesegnet, guter Gott. Die Lebensenergie, die allem inne wohnt, von dir gesegnet, guter Gott. Unzählige Muster, Formen und Farben, von dir gesegnet, guter Gott. Die Kontinente und Meere, die Berge und Täler, von dir gesegnet, guter Gott. Gräser, Kräuter, Blumen und Bäume, von dir gesegnet, guter Gott. Tausende Blätter an einem Baum, keines gleicht dem anderen, von dir gesegnet, guter Gott. Insekten, Fische, Vögel und Säugetiere, von dir gesegnet, guter Gott. Millionen von verschiedenen Tieren, alle finden ihren Platz, von dir gesegnet, guter Gott. Milliarden von Menschen, jeder ist und bleibt einmalig, von dir gesegnet, guter Gott. Vererbung und Entwicklung, Anpassung und Entfaltung, von dir gesegnet, guter Gott. Uns Menschen hast du einen besonderen Platz eingeräumt. Bleibe bei uns, guter Gott. Du hast uns die Erde anvertraut. Bleibe bei uns, guter Gott. Du gibst uns Würde, die uns kein Mensch nehmen kann. Bleibe bei uns, guter Gott. Mit deinem Atem hast du uns beseelt. Bleibe bei uns, guter Gott. Vor allen Geschöpfen rufst du uns beim Namen. Bleibe bei uns, guter Gott. Auf den anderen hin hast du uns geschaffen. Bleibe bei uns, guter Gott. In deinem Sohn bist du uns gleich geworden. Bleibe bei uns, guter Gott. Und doch nutzen wir unsere schöpferische Kraft nicht immer zum Guten. Bleibe bei uns, guter Gott. Dennoch gefährden wir auch unsere Umwelt. Bleibe bei uns, guter Gott. Die Erde seufzt bis zum heutigen Tag und hofft auf unsere Umkehr. Bleibe bei uns, guter Gott. Auf dem Weg der Welt zu deinem Reich. Bleibe bei uns, guter Gott. Guter Gott, du hast uns in deiner Schöpfung reich beschenkt. Lass uns ein Segen sein.
Aufmerksamkeit präge unser Leben, denn die Welt ist vielfältig und schön. Lass uns ein Segen sein. Achtsamkeit bestimme unser Handeln, denn unsere Welt ist verletzlich und zerbrechlich. Lass uns ein Segen sein. Dankbarkeit für das Leben sei unsere Quelle, denn es wurde uns geschenkt. Lass uns ein Segen sein. Achtung vor allem Leben sei unsere Haltung, denn jedes Geschöpf hat seine Würde. Lass uns ein Segen sein. Wir wollen einander Licht und Wärme sein, wie unser Bruder das Feuer. Lass uns ein Segen sein. Wir wollen einander nützlich sein, wie unsere Schwester das Wasser. Lass uns ein Segen sein. Wir wollen einander beleben, wie unser Bruder der Wind. Lass uns ein Segen sein. Wir wollen einander nähren, wie unsere Schwester die Erde. Lass uns ein Segen sein. Gott Vater, du bist deiner Schöpfung immer treu geblieben. Durch deinen Sohn Jesus Christus bist du selbst Teil von ihr geworden. In einem Geist bist du in ihr in vielfältiger Weise nahe. Führe alles Werden und Vergehen in die Vollendung und uns Menschen zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Wenn dir auf deinen Lebenswegen nicht stets die Sonne scheint, dann rufen wir zur Mutter und sie hilft. Nicht freundlich stets die Sonne scheint.
Maria, hilf, Maria, hilf, sei stets zu unserer Hilfe bereit. Maria, hilf, Maria, hilf, sei stets zu unserer Hilfe bereit. Herzlichen Dank für dieses wunderschöne Marienlied. Auch wir wollen nun auf die Mutter Gottes schauen, denn Maria ist ja eine Wegbegleiterin. Wir kennen sie als Mutter, Himmelskönigin bis hin zur Pietà. Maria begleitet unseren Weg von der Wiege bis zur Bahre. Und darum ist ja Maria auch ganz besonders als Wegbegleiterin hoch zu schätzen. Wir wollen uns nun an die Gottesmutter wenden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heilige Jungfrau, bitte für uns. Heilige Mutter, bitte für uns. Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade, bitte für uns. Mutter du Reine, bitte für uns. Mutter ohne Makel, bitte für uns. Mutter so wunderbar, bitte für uns. Mutter des guten Rates, bitte für uns. Mutter der schönen Liebe, bitte für uns. Mutter des Schöpfers, bitte für uns. Mutter des Erlösers, bitte für uns. Mutter der Kirche, bitte für uns. Jungfrau von den Völkern gepriesen, bitte für uns. Jungfrau mächtig zu helfen, bitte für uns. Jungfrau voller Güte, bitte für uns. Jungfrau, du Magd des Herrn, bitte für uns. Du Ursache unserer Freude, bitte für uns. Du Kelch des Geistes, bitte für uns. Du Heil der Kranken, bitte für uns. Du Zuflucht der Sünder, bitte für uns. Du Trost der Betrübten, bitte für uns. Du Hilfe der Christen, bitte für uns. Du Königin der Engel, bitte für uns. Du Königin der Patriarchen, bitte für uns. Du Königin der Propheten, bitte für uns. Du Königin der Apostel, bitte für uns. Du Königin der Märtyrer, bitte für uns. Du Königin der Bekenner, bitte für uns. Du Königin der Jungfrauen, bitte für uns. Du Königin aller Heiligen, bitte für uns. So lasset uns beten, gütiger Gott. Du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Höre auf ihre Fürsprache. Nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit, dereinst aber gib uns die ewige Freude. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wieder ein ganz besonderer Ort in unseren Gemeinden, hier an unserer Mariengrotte. 1987 gebaut, damals das Umfeld und damals war ich als Pfarrer auch noch ein bisschen romantischer. Denn ich habe vor mir gesehen, die Marienfigur wird von netten Mönchberger Damen hier bis zu unserer schönen Mariengrotte getragen. Es war ein schöner Gedanke. Nur was man unserer Marienfigur nicht ansieht, ist ähnlich wie bei mir das Gewicht. Damals war dann Gott sei Dank die Freiwillige Feuerwehr Mönchberg an meiner Seite. Die Damen haben unsere Figur begleitet, aber sie wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Mönchberg hierher getragen. Hierfür nochmal herzlichen Dank. Und es war trotzdem eine wunderschöne Feier. Und ich denke, wir haben hier einen herrlichen Ort für unser Gebet und unseren Glauben. So beten wir nun gemeinsam. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ihnen allen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Mitfeiern und ich hoffe, Sie haben auch sich innerlich erheben lassen von unserer Maiandacht. Bitten wir nun Gott um seinen Segen und Beistand. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne, behüte und beschütze uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott im Herrn. Du schönste Himmelsfrau, ein Lied aus Südtirol. Gerade diese alpenländischen Lieder sind vom Text und von der Melodie her immer wunderschön. Ihm wird